Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neuen Videopodcasts What Matters, Gespräche über das, was zählt. Mein Name ist Dominik Frey und ich erfülle mir mit diesem Podcast einen lang ersehnten Wunsch, nämlich Persönlichkeiten einzuladen, um mit ihnen über das zu sprechen, was im Privat- und Berufsleben wirklich zählt. Für Selbsterstellung und Beweihräucherungen gibt es ja genügend Plattformen, hingegen viel zu wenig für substanzielle Gespräche, bei denen man auch etwas lernen kann. Mit What Matters wollen wir hier einen schönen Beitrag leisten. Denn in Zeiten wie diesen ist es an der Zeit, den Fokus auf die wirklich relevanten Dinge im Leben zu legen. Es freut mich sehr, dass ich bei der ersten Ausgabe von What Matters selbst Gast sein darf, nämlich im Wien-Atelier von einem der bekanntesten Künstler weltweit und besonders auch im deutschsprachigen Raum. Die Rede ist von Gottfried Hellenwein und jemand, der wohl passender nicht sein könnte, weil er jemand ist, der sagt, er will nur mehr über diese Dinge sprechen, auf die es wirklich ankommt. Mit dem Namen Gottfried Hellenwein verbindet man natürlich in erster Linie das Thema Kinder, bandagierte Kinder, das ist ein sehr wichtiger Aspekt in ihrer Arbeit. Wir haben jetzt erfreulicherweise vor einigen Tagen eine gemeinsame Charity-Kampagne gestartet, zugunsten der Sonne International, wo es vor allem darum geht, den Mädchen Selbstverteidigungskurs in Indien zu ermöglichen und auch in Indien eine weitere Schule zu bauen. Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig? Ja, ich habe mich sehr früh mit dem Thema Gewalt auseinandergesetzt. Ich bin ja kurz nach dem Krieg geboren in Wien und habe schon als kleines Kind bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also die Stadt war unglaublich depressiv, die Menschen schienen mir gebrochen, es war immer noch der Schatten des tausendjährigen Reiches über dieser Stadt. Und ich habe das nicht verstanden. Es war wie die Hölle eigentlich. Ich habe immer gedacht, ich bin am falschen Platz gelandet. Und ich habe dann erst langsam herausgefunden, dass ungeheuerlich das kurz vorher passiert ist. Ja? Mir war damals ja nicht bewusst, dass meine Elterngeneration gerade den Zweiten Weltkrieg verloren hat und den größten Genozid der Geschichte zustande gebracht hat. Und ich habe dann immer versucht, so schnell wie möglich zu lesen, damit ich über die Zeitungen erfahren kann, was da los ist. Und dann gab es die ersten Kriegsverbrecherprozesse in Österreich, die Alliierten nach dem Verlassen, nach dem Staatsvertrag, den Österreich übergeben haben. Und dann kann ich mich erinnern, besonders an einen Fall von Franz Murer, ein Massenmörder, der ein KZ geleitet hat, Leute zu Tode gefoltert hat und der in diesem Prozess freigesprochen wurde. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt sind alle Blumengeschäfte in Graz, wo das stattgefunden hat, ausverkauft gewesen, komplett leer. Das heißt, die ganze Bevölkerung hat die Freilassung dieses Massenmörders gefeiert. Mhm. Und das war für mich so eine Zäsur, das war ein Moment, wo in mir etwas gebrochen ist. Also ich habe dann mich distanziert von der Generation meiner Eltern, der Tradition des Landes und ich war dann ein Teil dieser Jugendrevolte, die in Deutschland, Österreich und auf der ganzen Welt stattgefunden hat, auch in Amerika gegen das Diktat unserer Elterngeneration, der Massenvernichtung und dann Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und so weiter. Und ich habe begonnen dann, mich intensiv mit Nachforschungen zu beschäftigen über das Thema Gewalt. Ja, auch der Amerikaner in Vietnam, die Folterung und die Ermordung von Frauen und Kindern. Und bin dann gestoßen auf Informationen über Gewalt gegen Kinder im häuslichen Bereich, in der Familie, Kinder, die zu Tode gefoltert missbraucht werden. Ich habe auch forensische Fotografien gesehen von Kinderleichen. Und eigentlich bin ich zur Kunst gekommen durch die Beschäftigung mit diesem Thema. Und das war auch das Hauptmotiv, warum ich beschlossen habe, Künstler zu werden. Es waren nicht ästhetische Gründe, es war mehr meine Besessenheit, mehr zu wissen. Und ich habe bemerkt, dass es schwer ist, mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Und ich habe versucht, dann über die Kunst, über diese Bilder einfach dem Ausdruck zu verleihen und mich dieser Thematik anzunähern. Und so bin ich zu dem Thema gekommen und das Kind wurde eigentlich das zentrale Thema meiner Arbeit und vor allem das
verwundete Kind bandagiert und im Beginn bin ich angegriffen worden, Ausstellungen sind abgesagt worden, mir ist unterstellt worden, dass ich geisteskrank sei. Und es war interessant, dass Jahrzehnte später, als die Gesellschaft so weit war, die Verbrechen gegen Kinder in katholischen Heimen, protestantischen Heimen, staatlichen und in psychiatrischen Anstalten auf der ganzen Welt, speziell in den 60er und 70er Jahren, endlich aufzuarbeiten, darüber zu reden. Und da ist dann einigen Leuten aufgefallen, in der Süddeutschen hat dann irgendeiner geschrieben, dass Jahrzehnte davor interessanterweise einige Künstler bereits dieses Verbrechen gespürt haben und zu diesem Zeitpunkt schon das in der Kunst dargestellt haben. Hellenwein zum Beispiel mit seinen Kinderbildern oder Elfriede Jelinek. Und ich glaube auch, dass Kunst manchmal so ein Sensorium hat, und festzustellen, nicht mal, weil man es intellektuell weiß, aber spürt bestimmte Sachen, die vorfallen. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt, als die Kinder in diesen Heimen missbraucht wurden, mich ausschließlich damit beschäftigt und das gezeigt in meiner Arbeit. Ich finde, das dringendste Thema, über das am meisten gesprochen werden sollte, ist wirklich Gewalt und Unterdrückung von Frauen und Kindern. Herr Hillmann, Sie haben schon so viel erreicht. Sie sind einer der bekanntesten Künstler der Welt, besonders im deutschsprachigen Raum. Was ist denn das, was Sie heute eigentlich glücklich macht? Worauf kommt es, wenn Sie jetzt Ihr Leben Revue passieren lassen, worauf kommt es wirklich an, dass man glücklich ist im Leben? Also ich finde, der wichtigste Wert für mich, und ich denke eigentlich auch für jeden Menschen, ist Freiheit. Freiheit ist das wichtigste Gut und auch das Selbstverständliche. Freiheit ist nicht etwas, was einem zugestanden wird von irgendeiner Autorität oder Regierung als Gnade, ja? Sondern ist etwas, was ein Recht, das jeder hat. Freiheit ist etwas, was man an sich reißen muss, wie Martin Luther King gesagt hat. Es ist nicht etwas, was einem verliehen wird. Freiheit muss ich an mich reißen. Ich muss es verlangen. Ich muss es mir nehmen. Es steht mir zu. Und wie wir wissen aus der Geschichte der Menschheit, ist ein äußerst gefährdetes Gut. Ja. Alle menschlichen Gemeinschaften wurden immer von einer kleinen Elite missbraucht, Menschen wurden unterdrückt. Jede Autorität hat immer versucht, die Freiheiten der anderen, der Mehrheit einzuschränken, zu reduzieren, mehr oder weniger. Und daher muss, ich glaube, das Wichtigste ist, dass jeder Mensch sich dessen bewusst ist, und wie soll man sagen, stur kämpft für seine Freiheit und die nicht aufgibt. Ja. Das heißt, das halte ich für ganz wichtig. Und mir persönlich ist das wichtigste Gut. Meistens wird jede Diktatur hat denselben Trick. Das heißt, ich verspreche Sicherheit, wenn der Bürger nur seine Freiheit aufgibt. Ja. Gib mir die Freiheit, ich gebe dir Sicherheit dafür. Ja. Und das ist ein tödlicher Deal, ja, der ist nicht gut, der ist schlecht. Wenn es jetzt ums Glücklichsein geht und um das, was Sie sich noch vornehmen für Ihre weitere Laufbahn, was ist das, wo Sie sagen, das möchte ich unbedingt noch machen? Gibt es da überhaupt was? Ja, ich meine, ich führe einfach meine Arbeit weiter, es ändert sich ja nichts. Ich muss grundsätzlich nichts revidieren, muss einfach weitermachen. Ich habe den Eindruck, irgendwie bin ich getrieben von Unzufriedenheit. Ich habe nie den Eindruck, dass ich auch nur annähernd das erreicht habe, was ich wollte in meinen künstlerischen Zielen. Aber das hält mich einfach auch wach und hungrig und ich will einfach weitermachen. Ich muss auch sagen, ich habe 4 Kinder und 4 Enkelkinder. Das Einzige in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich gelungen, das war wirklich leicht, das war niemals ein Problem, war die sogenannte Erziehung meiner Kinder. Weil, ich muss sagen, ich wundere mich oft, dass das als für so viele Menschen so problematisch und schwierig erscheint. Probleme mit Kindern, das ist mir völlig unbekannt. Also ich habe niemals meinen Kindern jemals auch nur einmal einen Streit gehabt. Es gab niemals einen Konflikt. Ich weiß gar nicht, wie man das zustande bringen soll. Es war immer eigentlich nur Fun und aufregend und lustig. Meine Kinder sind alle Künstler geworden. Und ich habe mich immer gesehen, nicht als Vorgesetzter, sondern mehr als Verbündeter, als Freund und gegen eine Welt, die unterdrückerische Tendenzen hat. Und ich habe eigentlich, und ich denke, das Wichtigste ist eigentlich bei Behandlung jedes Menschen, ist zuerst Respekt vor der Würde des anderen. Egal, was für ein Körper der hat, ob der sehr alt ist oder sehr jung.
oder fett oder dünn, ob die Hautfarbe schwarz, weiß oder grün ist. Einfach die Würde jedes Individuums zu respektieren. Der Respekt, das ist das Wichtigste. Ja. Und ich fand es wirklich aufregend und spannend, die Kinder zu ermutigen, selbstbewusst zu sein, jeder Autorität zu misstrauen, sich immer zu wehren, immer sich durchzusetzen, niemals unterdrücken zu lassen und vor allem sich niemals die Freiheit nehmen zu lassen. Und ich finde, das ist etwas, was wir alle uns verinnerlichen sollen. Das ist wahnsinnig wichtig. Leute vergessen das oft. Ja. Es ist auch so, es gibt ja eine gute ein Warnsystem für eine Gesellschaft. Wenn Künstler zensiert werden, unterdrückt werden in ihrem Ausdruck, also wenn zum Beispiel die deutschen Schauspieler ihren Frust über diesen ewigen Lockdown und die Unterdrückung ihrer Kunst dann Luft machen in harmlosen Videos, die satirisch sind, wenn daraufhin ein Berufsverbot verlangt wird, Morddrohungen kommen, sodass viele das zurückziehen, dann ist das ein wirkliches, gefährlicher Augenblick, wenn man sieht, die ganze Gesellschaft ist gefährdet. Wenn die freie Rede eingeschränkt wird, ist es das Ende der Demokratie. Es darf niemand glauben, dass Demokratie möglich ist ohne freie Rede und freien Ausdruck. Das ist nicht möglich. Ja? Das ist keine Demokratie. Demokratie basiert, die Basis, die Grundlage für jedes demokratische System ist die Freiheit der Rede. Ja? Und das Beste ist, man sieht es am besten, der Lackmustest sind die Künstler. Sie sehen ja, dass jedes diktatorische Regime als erster Künstler einsperrt, Bücher verbrennt, Bilder beschlagnahmt, Schriftsteller in KZs oder in Gulag sperrt. Ja. Und das ist immer der Beginn. Am Ende kommt jeder dran. Ja. Deswegen müssen wir um Freiheit kämpfen. Und keine Autorität hat das Recht, die Freiheit jemandem wegzunehmen. Und wenn es sein muss, muss man kämpfen. Das muss wichtiger sein als Sicherheit und wichtiger ist als das eigene Leben. Sie haben mit so vielen internationalen Stars zusammengearbeitet, Andy Warhol, Arnold Schwarzenegger, David Bowie etc. Gibt es so eine Begegnung, das waren ja so viele, wo Sie sagen, das war eigentlich die Begegnung, die mich am meisten beeindruckt hat? Und was hat Sie da so beeindruckt? Also ich habe sehr viele interessante Leute getroffen, Künstler auch, William Burroughs, Norman Mailer und viele anderen, Keith Richards. Ich muss sagen, es gibt einen gemeinsamen Nenner zwischen den wirklich großen und bedeutenden Menschen, die ich getroffen habe. Und das ist eigentlich, dass sie unglaublich bescheiden waren und Empathie hatten für andere Menschen. Ja. Das muss ich sagen, besonders bei Muhammad Ali habe ich das bemerkt. Das war ein derartig Lieben, man hat gemerkt, er liebt die Menschen. Ja. Das heißt, es war jemand, dem ist, seine Berühmtheit war nie ein Problem für ihn. Wenn Leute auf ihn zugegangen sind, umarmen wollten, egal wie viel, hat immer Zeit gehabt für die und hat sich einfach glücklich gefühlt, hat jeden umarmt, mit jedem gescherzt. Das heißt, ich glaube, Empathie ist auch was ganz Wichtiges und eine wirkliche Persönlichkeit wird in erster Linie Empathie haben und wollen, dass es anderen Menschen ebenfalls gut geht. Eine abschließende Frage hätte ich noch, was immer ganz spannend ist, Persönlichkeiten zu fragen, was denn Ihr persönliches Lieblingsbuch ist. Was ist Ihr, oder gibt es das? Gibt es ein Lieblingsbuch, wo Sie sagen, das begleitet mich eigentlich schon seit vielen Jahren, das ist für mich, Anführungszeichen, wie die Bibel, das ist was ich auch jedem Freund von mir empfehle, dass er sich dieses Buch einmal näher anschaut. Ja, es gibt viele Bücher, muss ich sagen, sehr viele und ich lese sehr viel und jetzt beim Malen höre ich viele Bücher als Audiobücher, ein großer Vorteil ist. Und im Moment bin ich gerade wieder dabei, Stefan Zweig zu lesen, der ein außergewöhnlich guter Beobachter, Analyst ist, vor allem von seiner Zeit, wo er Zeitzeuge war, in der Welt von gestern, Josef Roth, also fantastische Schriftsteller. Aber komischerweise das Buch, das mich am meisten und am innersten berührt, aus Gründen, die ich nicht erklären kann, ich kann es gar nicht mal begründen, ist der Nachsommer von Adalbert Stifter. Das ist ein Buch, das ist eines der außergewöhnlichsten Bücher, die es je gegeben hat und gilt heutzutage als unlesbar, wenn das niemand mehr versteht.
Ich finde das Buch so wunderbar und erstaunlich, weil es alle Regeln der Schriftstellerei und des Erzählens bricht, alle. Also es gibt hier kein Gut und Böse, kein Richtig und Falsch, es gibt keine Spannung, es gibt keinen Gegensatz, es gibt keinen dramaturgischen Ablauf mit Höhepunkt und Entspannung, nix. Erzählt einfach dahin und ich kann nicht sagen warum, aber es berührt mich so sehr, weil eine Welt beschreibt, die so ideal ist, die es vielleicht nur als Utopie gibt, ja, in einer Weise, die so eigenartig ist. Man vermisst nichts bei dem Buch. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass man noch dreimal sagen, ist sehr lang und dick und da kommt nichts. Also es gibt keinen Bösewicht, niemand ist schlecht, niemand will was Schlechtes, es gibt keine Spannung, kein Konflikt. Also es gibt ja die Vorstellung, dass dass eine Geschichte ohne diese Elemente unmöglich ist. Ja. In dem Buch ist es so. Ja. Und ich habe erstaunlicherweise bemerkt, dass auch andere Leute, von denen man es nicht erwarten würde, sagen, das ist mein Lieblingsbuch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte hier. Es hat Spaß gemacht und wir melden uns demnächst wieder mit einer neuen Ausgabe von What Matters, Gespräche über das, was zählt. Vielen Dank. Matters. Gespräche über das, was zählt.